Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. So, wir haben jetzt hier ein kleines, mieses Stromdefizit. Wir haben nur noch 50 Strom, möchten aber ein bisschen mehr, ja, haben, ne? Gut, Titanplatten haben wir auch nicht genug. Ist ja gerade irgendwie so ein bisschen, ja, böse. Ihre Bitte wurde stattgegeben. Die Waren sind zu Ihnen. Dass das alles vorne und hinten nicht reicht, also. Neue Transferroute aktiv. Ich denke mal, eine Stätte reicht erstmal. Kostet ja auch ganz gut Kohle. Dann lasse ich die Titanplatten wenigstens einmal volllaufen. Einmal hier. Ich hoffe, das reicht alles. Ja, ich glaube es nämlich nicht. Sehr schön. 17.550 Strom im Plus. Dann brauchen wir jetzt noch bionische Hände. Und das gar nicht mal wenig. Oh, hier könnte ich auch überall noch ändern. Nur 60 Strom pro mehr. Das ist schon ein bisschen was. Investitionen in Forschung möglich. So, noch 32. Ja, mal gucken, dass wir hier so ein bisschen, ja, die Lücken gefüllt kriegen. Transferroute ineffizient. Ursache: fehlende Waren. Passt alles nicht so ganz. Irgendwas fehlt und seltene Ehren. Ja gut, das ist jetzt nicht das Problem. Ein Problem, aber nicht das Problem. Ja. Es nützt ja eigentlich auch nicht. Denn ich hoffe, das klappt. Ja, haut sogar hin. So. Jo. Das sieht eigentlich ganz passabel aus. Hier jetzt noch mal einmal seltene Erden hin. -1.
Das ist doch ein Kuddelmuddel. Space Shuttle dockt an. Oh. Das könnte ich eventuell auch. Ganz anders. Leidet unter inadäquater Warenversorgung. Du hattest genug Gelegenheiten, dich uns anzuschließen. Und da du es nicht getan hast, musst du jetzt bezahlen. Sehr schön, passt. So, 17 im Plus. Das ist doch ein bisschen was. Na, seltene Ehren haben wir aber auch nicht mehr viel. Dann machen wir das so. Hier und einmal Energie. Jo. Da unten in der Ecke hätten sie ruhig noch mal so zwei Bergbauplätze reinsetzen können. So. Ja, das haut auch nicht so ganz hin. Wie? Kein, zu wenig Arbeitskraft? Bionische Erweiterung? Dann machen wir 18. Parameter werden erneuert. Aha. Da haben sie gleich angefangen, erstmal schön die Koffer zu packen. Blöden Hunde. Ja, das könnte knapp werden, glaube ich. Setzen Sie sich für eine edle Sache ein. Sehr vorausschauend. Ein weiterer Firmensitz in der Arktis wird sich als nützlich erweisen. Hier noch mal ein. Dann ist das schon mal wenigstens alles so einigermaßen verbunden, wenn wir es brauchen. Der müsste auch fertig sein, oder? Ja. Das wäre dann also erledigt. Sehr vorausschauend. Ein weiterer Firmensitz in der Arktis wird sich als nützlich erweisen.
So, da haben wir dann bereits mit dem Problem vertraut sein. Machen Sie weiter? Gut, mal sehen, was ich tun kann. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie einfach so aus Projekten aussteigen. Ich kümmere mich drum. Haben wir nämlich unseren Molybdän-Bereich komplett hier gedeckt und dann dürfen wir auch erstmal keine Probleme kriegen. Und ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt im Plus? 142. Ja, da kann man schon mal ein bisschen mit arbeiten. Wir werden hier alles auf jeden Fall komplett vollbauen damit. So viel wie es geht. Hier schon mal eine gerade Linie zotteln. So. Ja, vielleicht nicht unbedingt. Am Geysir, sondern um den Geysir vielleicht rum. Könnte vielleicht funktionieren, aber ich glaube eher nach oben erstmal. So. Ich glaube, wir müssen später auch einmal unsere Bilanz ein bisschen aufpushen, indem wir mal irgendwie nochmal auf den Mond gehen und dort bionische Hände oder so erstmal ein bisschen was verkaufen. Einfach damit wir nur wieder Geld auf Vorrat haben. Eine nette Überraschung. Ja, da lassen wir jetzt den Block einfach. Und hier machen wir einen Fünfer.